Hier sind wir nun in Sochi am Schwarzen Meer, eine der neuen Strecken in der Formel 1. Willkommen zum Großen Preis von Russland. Lewis Hamilton startet heute von der Pole Position und bei dem atemberaubenden Tempo, das er das ganze Wochenende hin hier auf den Asphalt gezaubert hat, wird es niemanden überraschen, wenn er das Feld auch heute wieder weit hinter sich zurücklässt. Als wir vorhin mit ihm gesprochen haben, fand er, dass er eine tolle Ausgangsposition für einen Rennsieg hat, aber dafür muss er noch einiges leisten. Alles ist im Rennen möglich, also muss man so lange auf dem Teppich bleiben, bis die karierte Flagge geschwenkt wird. Lewis Hamilton beschrieb den letzten Sieg als einen der besten seiner Karriere. Mit dem starken Mercedes in dieser Saison hat er den nahezu perfekten Wagen zur Verfügung und es sollten noch mehr Siege dazukommen. Wir alle wissen, wie gut Hamilton sein kann, wenn er in der richtigen Stimmung ist. Er kann sehr streng mit sich selbst sein, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er will. Aber wenn es klappt, ist er beinahe unschlagbar. Und damit willkommen zur nächsten Folge von F1 2015. Leute, das Qualifying werdet ihr leider nicht zu sehen bekommen, weil die Aufnahme hat einfach nicht funktioniert. Es ist was mit dem Update schiefgelaufen, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge von Frag Lukas 100 schon gesagt. Darum sind wir jetzt hier in Russland direkt beim Rennen. Ja Leute, ich hoffe, diese Aufnahme gelingt. Ich hatte in letzter Zeit ein Motivationstief, was ich, glaube ich, auch schon gesagt habe. Ja, und darum kam jetzt so lange kein Gaming. Aber jetzt Zeit für das Comeback mit dem großen Preis von Russland. Auf geht's! Ja, wollen es hoffen. Okay. Und direkt Zugriff. Windschatten. Achtung. Ja, das war mir ein bisschen zu heiß noch. So, die fliegen gleich an mir vorbei, wenn sie bremsen. So. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Aber natürlich kriege ich die Verwarnung. Ja, das war super jetzt. Das war schon mal ein super Comeback. Hoffen wir mal, dass wir die noch einholen können. Wir müssen uns dafür jetzt echt am Riemen reißen. Ich habe gestern ein bisschen Shift 2 gespielt und da habe ich echt einige Unfälle gebaut. Einen habe ich sogar auf Video festgehalten. Da habe ich die Wiederholung gespeichert. Den Unfall werde ich euch mal zeigen. Hoppala, das sollten wir vermeiden. Ja, wir sind mit dem Benzin schon im Minus, aber wir müssen jetzt halt ein Risiko eingehen. So, die Kurve ist fies. So, Hamilton hat überraschenderweise die schnellste Runde hingelegt und wir kommen auch schon wieder an das Feld dran. Und das wäre auch schon die erste Runde gewesen. Ja, Glück gehabt. Aber okay, der Himmel sieht auch sowieso eigentlich ganz gut aus. So, Mary, lass uns vorbei. Oh. Stevens. Stevens, der hat sich verabschiedet. Was war los? Hat es einen Unfall gegeben? Oder hat er eine Panne? Hoppala. Oh, da haben wir gerade nicht aufgepasst und die Kurve schlecht angebremst. Hätte auch wieder ins Auge gehen können. Achtung. Oha. Das war risikoreich. Am besten ist, wir warten die gerade jetzt ab. So, wunderbar. Dann haben wir ihn sauber kassiert. Alter, die Kurve ist lebensgefährlich. So, Nasco und Maldonado sind die nächsten. Ich denke, die kriegen wir auch. Vielleicht auch schon auf der Gerade. Ist eigentlich ganz gut, dass wir CRS haben. So, können wir auch schon nutzen. Perfekt, dann kommen wir näher ran an die beiden Jungs. So Jungs, passt auf, jetzt komme ich. Das ist schon mal sehr gut. Okay, Nasrik könnten wir jetzt kriegen. Okay, habe ich jetzt. Nasra habe ich jetzt.
jetzt kommt Maldonado, das Crash-Kit. Ich hoffe, der räumt uns jetzt nicht irgendwie ab. Ah, wir können auch gegen ihn nochmal DRS nutzen. Perfekt. Er hingegen ist machtlos. Er hat keinen Vordermann, der ihm DRS spendiert. So, Achtung. Oh. Berührung und... Jetzt sind die im Entzack gefahren. Aber es bleibt nochmal bei einem blauen Auge. Ja, ich bin da ziemlich ungeduldig, muss ich zugeben. Okay, ich schalte mal runter auf Standard. Wir wollen ja auch nicht kurz vor Ende liegen bleiben. Wenn wir uns jetzt mühselig vorgearbeitet haben, wäre es nämlich richtig scheiße. Ja, ich glaube nämlich, ich kann die Gruppe, die da jetzt vorne ist, einholen. Genau daran habe ich auch gerade gedacht. Darum habe ich auch runtergeschaltet. Ich muss jetzt einfach hoffen, dass das irgendwie über das ganze Rennen reicht. Aber die Zahl nähert sich auch schon wieder im Plus. Ja, ich bin doch schon dabei, aber ich muss ja auch Benzin sparen. Hast du gerade selber gesagt, Kollege. Aber ich versuche mich ja auch zu den anderen vorzuarbeiten. Ja, ich glaube, ich muss doch nochmal auf Fett gehen. Ich muss sehr viel Risiko eingehen. Eine andere Wahl habe ich nicht. Erzähl mir was Neues. Auch was, was mich interessiert. Ich muss jetzt versuchen, wie gesagt, die Gruppe einzuholen. Ja, perfekt. Und mein nächstes Ziel ist, ich kann gerade nicht hingucken. Alonso. Alonso ist mein Ziel. Vielleicht kriege ich den jetzt auch in nächster Zeit. Ah, die Gruppe wird, sehe ich gerade, angeführt von meinem Teamkollegen. Die Reifen werden richtig warm. Da muss ich eigentlich an die Box. Nächste Runde. Dann dürften die Reifen schon dem Ende entgegengehen. So, die gerade nehme ich noch mit. Mit dem fetten Gemisch. Alter, bei der Kurve muss man echt aufpassen. Da muss ich echt eine gute Methode überlegen, um sie anzubremsen. Das Beste ist halt, in der Kurve bremsen, aber nicht zu stark, damit man die trotzdem noch kriegt. An die Box fährt die Horde nicht zufällig, oder? Nee. Schade. Dann gehen wir jetzt auf Mara, weil die Reifen dürften, wie gesagt, ja, gerade die Hinterreifen, die sind dem Ende entgegengegangen. Am besten ist, wir sparen jetzt. Mal schauen, wie wir das gleich nach dem Boxenstopp hinkriegen. Ob vielleicht einige Fahrer zu lange brauchen, das könnte uns wertvolle Sekunden bringen. So, mal wieder ohne DRS auf diese Gerade. Klar, die Gruppe ist jetzt auch zu weit weg und ich kann mir vorstellen, dass die gleich auch an die Box fährt. Das lenkt mich immer ziemlich ab, wenn der Renningenieur irgendwas sagt. Jo, ich bin unterwegs. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Ja toll, ich muss ja jetzt eher an die Box. Da ist auch schon die Ideallinie. So, wir müssen aufpassen. Ja, sonst schießen wir hier wieder raus. Das ist eben so eine fiese Einfahrt wie in Singapur. Bin quasi dabei. Alonso ist vor uns, wie ich sehe. Alles klar, ich will mal gerade nachgucken, was mit Stevens los ist, der daneben stand. Ne, der ist wohl auch noch unterwegs. Und ich sollte überlegen, den Schwierigkeitsgrad runterzustellen. Aber vielleicht lasse ich ihn über dieses Headsplay auch noch so. So, überholen wir Meri trotzdem. Im Vorteil müssten wir ja auch mit magerem Gemisch sein. Ich meine, wir haben besseren Motor und frische Reifen, auch wenn sie noch kalt sind. Hoppala. Ja, vorsichtig. Wir können DRS nutzen. Das mache ich auch mal mit dem Standardgemisch. So, Achtung, Meri, ich komme. So, wir haben schon den Geschwindigkeitsüberschuss, also raus aus seinem Windschatten. Ja, Meri, du musst auf diese Kurve aufpassen. Die ist gemeingefährlich. Das Standardgemisch können wir jetzt, glaube ich, auch drin lassen.
Die haben so einen Plus, also können wir vielleicht doch noch das fette Gemisch einbauen. Aber gleich Alonso bekämpfe ich erstmal mit DRS, wenn ich dann noch nah genug an ihm dran bin. Ah, da stehen ja noch ein paar an der Box. Ja, ich hoffe, dass der Abstand jetzt nicht so groß ist. Bitte. Ja, sehr gut. Können DRS nutzen, wunderbar. Komm mal wenigstens näher an ihn dran. Hallihallo Alonso. Dann machen wir noch ein bisschen Druck damit. Wir haben schon über die Hälfte des Rennens gefahren. Uha. Ja, nicht, dass es knallt. Ich sehe es schon kommen. Wir können das fette Gemisch drin lassen, um den Zuschauern eine gute Show zu bieten. Uha. Ja, sorry. Kannst den Platz wieder haben. Das war wieder ein bisschen risky. Aber komm jetzt, diese Gerade hauen wir alles raus. Alles raushauen, was geht. Und tschüss. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Und das Ziel ist P12. Realistisch würde ich das aber nicht unbedingt nennen. Aua. Ah. Bitte keinen Reifenschaden. Dankeschön. Wir sind gerade so gut auf dem Weg nach vorne. Verstanden. Ja, ich glaube, der Abstand ist noch zu groß. Ja, es reicht wahrscheinlich nicht, oder? Nee, schade. Es reicht nicht. Hoppala. Ich war gerade abgelenkt. Das war, glaube ich, auch leicht abgekürzt, aber die Kurve, beziehungsweise die Strecke verleitet auch manchmal dazu. So, ich grüße euch, Jungs. Ich kriege euch noch. Wartet es nur ab. Viel fehlt da nicht mehr. So, ich bin auf Platz 12, wenn ich die habe. Und auf der DRS-Zone kriege ich die auch bestimmt. Auf dieser Geraden hier. So, hinterher. Die haben selber DRS. Läuft. Hallo. So, das war auch wieder ziemlich übermütig, aber ich habe ihm Platz zum Atmen gelassen. So, bei den beiden gehe ich mit Gemach vor. Oh, ich arbeite mich sehr gut nach vorne. Perfekt. Ich habe noch einen Benzinüberschuss. Ja, das ist doch super. Dann haben die Zuschauer auch ihre gute Show. Für die sie ja bestimmt auch viel bezahlt haben. So. Tschüss, Leute. Die haben sich selber untereinander... Okay, komm, das spiele ich nochmal vor. Ne, zurück natürlich. Da ist das Schild. Als... Ah. Kann man sich drüber streiten. Okay. Eriksen ist der Nächste. Das wäre auch gut, denn... Ich bin kurz vor meinem Teamkollegen. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte meinem Teamkollegen Beine machen. Nee, ich möchte den Zuschauern eine gute Show bieten und meinen Teamkollegen auch noch bedrohen. Alter, jetzt fliegen wir erstmal mit DRS durch. Das ist aber schön. Ja, Sotti scheint eine Strecke zu sein, die mir ziemlich gut liegt. So, ich wollte jetzt kein unnötiges Risiko eingehen. So. Er ist immer noch vorne. Okay. Ah! Der Frontflügel ist ziemlich beschädigt und es wird die Leistung beeinflussen. Der beschädigte Frontflügel wird die Performance beeinflussen. Dann spule ich hier hin. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, mir irgendwie das Rennen kaputt machen zu lassen. Ich habe gedacht, okay, in den letzten Folgen gehe ich ein bisschen mit Realismus dran und spule nicht zurück. Da bade ich den Fehler aus, aber jetzt ist mir das ein bisschen zu doof.
Ich habe gleich EDRS. Also versuche ich noch hinter ihm zu bleiben. Bis zum Messpunkt. Okay, jetzt Attacke. Zugriff. Hoppala. Oh, oh, oh. Ja. Okay, geschafft. Und wir haben immer noch einen Überschuss. Und der Teamkollege Perez ist der Nächste. Und wir haben noch 3 Runden, um ihn zu überholen. Ja, okay. Verstanden. So, Perez ist ja... Alter. Wir machen uns das Rennen noch zunichte. Das garantiere ich euch. Irgendwas wird noch passieren. Weil stimmt, wir haben ja die Rückspulfunktion. Das Ding ist ja auch, die Rückblenden, die man hier hat, sind unendlich. In F1 2012 sind die Rückblenden ja noch begrenzt. So, wir sind jetzt bei optimal. Schalte ich wieder runter. Dafür, dass wir jetzt weniger Leistung haben, ist das Auto leichter. Das sollte dadurch zumindest ein bisschen wieder ausgeglichen werden. Ja, ich glaube, der ist schon zu sehen. Ja. Man muss ein bisschen genauer hingucken, dann sieht man ihn. Ich hoffe mal, dass wir wenigstens Perez noch kriegen. Ich schalte nochmal hoch. So nach dem Motto YOLO. Für DRS wird es wahrscheinlich jetzt nicht reichen. Aber wir nehmen mal das Messer zwischen die Zähne. Wir sind noch ganz gut dabei, sehe ich gerade. Was den Sprit angeht, sind wir noch ziemlich gut dabei. Ja, und da sind wir ein bisschen gerutscht, aber das macht nicht allzu viel aus. Okay, die Tankanzeige blinkt schon, das bedeutet, das Benzin wird knapp. Okay, komm schon. Diese Runde jetzt aber. Wir sind wieder auf optimal. Wie gesagt, wir müssen aufpassen. Ich glaube, auf Fett sollten wir jetzt nicht mehr gehen. Ich glaube, damit müssen wir jetzt auskommen. Hoppala, aufpassen, ich war wieder abgelenkt. Ich habe nämlich meinen Laptop hier stehen, den räume ich gerade auf. Also die Fragmentierung und so weiter. Das habe ich nämlich dann nicht mehr gemacht. Ja, wir kommen langsam, aber sicher näher. Okay, ich glaube, den kriegen wir doch nicht mehr. Aber man muss auch sagen, wenn das Rennen länger gehen würde, würde man ihn doch noch kriegen. Aber ein längeres Rennen zu fahren, da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Wird zwar wahrscheinlich nichts bringen, aber noch ein letztes Mal Endspurt. Okay. Den kriegen wir nicht mehr, den Teamkollegen. Der ist zu weit weg. Dann wäre das Rennen mit dem 12. Platz beendet. Aber wir haben uns von 15 vorgearbeitet. Die Silberpfeile von Mercedes können einen tollen Sieg feiern. Sie waren heute mit dem besten Auto unterwegs. An manchen Tagen fühlt man sich als Fahrer einfach wohl im Auto und hat ein gutes Gespür für die Strecke. Eine unschlagbare Kombination. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Und wie man sieht, unser Teamkollege, der hat Plätze verloren. Ob das jetzt im teaminternen Vergleich was ausmacht, das glaube ich weniger. Wir können ja nochmal bei der Rennleitung vorbeischauen. So, Vorfälle. Ja, wir haben einen Vorfall verursacht und unser Teamkollege auch. Und Markus Eriksen hat auch einen verursacht. Also war wieder einiges gebacken. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen bei dieser Folge von F1 2015. Ich würde mich über einen Like freuen, wenn sie euch gefallen hat. Ich bin raus. Ciao.